willkommen zu einer potenziellen neuen Let's Play-Serie, nämlich im Spiel Firefighting Simulator The Squad. Das Spiel ist gestern für euch herausgekommen, ich spiele es nämlich heute am Release-Tag und das bedeutet, wir schauen uns das Ganze mal an, gucken, okay, wie ist so der Einstieg, denn das Entwicklerstudio bzw. die Publisher Astragon Entertainment sind ja grundsätzlich bekannt. Das Ganze ist auch eine Kronos-Unterhaltungssoftware. Ja, mein Gott, Jürgen, hör dir das doch mal an. Wir drücken auf neues Spiel und schauen uns das Ganze mal an, wie es da ausschaut, wie so der Firefighting Simulator ist und vor allem auch, was er so grafisch zu bieten hat, aber auch inhaltlich. Das ist sehr interessant, weil die bisherigen Firefighting Simulator waren für mich immer nicht ganz so prickelnd, auch grafisch. Okay, alles klar. Wir sind im Einsatz, wir sind unterwegs und da brennt was. Soweit kann ich das schon mal beurteilen. Okay. Da brennt es ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ruft mal jemand die Feuerwehr. Okay. Heiße Angelegenheit. Mit Cinematics wird hier rumgespielt, Leute, damit ihr das alles auch sehen könnt. Das Feuer hier brennt und lodert. Also, da sind wir am Start, gell? Und jetzt können wir auch schon loslegen, ja. Cool. Oh, wir sollen eine Person retten, jawohl. Macht weiter so, Jungs, ihr macht das gut, ne? Also, wie schaut's aus? Okay, ich hau die Tür auf. Kein Problem. Geh auf. Sehr gut. Hallo? Oh, da liegt einer. Bewusstlos, ja. Ich hab ihn. Ja, Mensch, die Alltagshelden. Okay, wahrscheinlich eine mögliche Explosion. So, übernimmst du? Sanitäter? Dankeschön. Jo, super. Jo. Okay, wir sollen das Rohr hier nehmen. Druckschlauch. Und ein bisschen löschen hier. Bin schon dabei. Ah, sehr cool. Man hat sogar so Hinweise, wo man hin sprühen muss und wie stark das Feuer sich dort noch ausgebreitet hat. Also ihr seht schon, das Ganze geht hier ans Feuer, dem Feuer an den Kragen, sag ich mal. Und wir müssen aber auch retten, wir müssen aber auch, ja, bisschen koordinieren, vielleicht später. Aber vor allem eins, gut dabei aussehen. Das ist das Wichtigste. Oh. Ja, wir bleiben erstmal hier oben am Fahrzeug. Ey, das brennt so lichterloh, das Ganze, ne? Alter Verwalter. Ja. Kann Weilchen dauern, bis das hier ausgebrannt ist. Beziehungsweise wir das halbwegs löschen, weil bis dahin kannst du von der Garage nichts mehr nutzen. Komm, schön draufhalten. Uiuiui. Wir brauchen mehr Feuerwehrmänner. Wir brauchen definitiv mehr Feuerwehrmänner. Gehen mal links rum. Alter. Am besten wir trennen aber das Feuer erstmal hier ab, oder? Also hier. Dass wir das ausmachen, damit es sich nicht weiter ausbreitet. Ich glaube aber, da kann man sowieso nicht so viel machen, weil das Feuer brennt und brennt und brennt und wenn du es an der einen Stelle löschst, breitet sich es an der anderen Stelle weiter aus. Aber wie immer, ne? Eure Tipps in die Kommentare.
wenn wir sicher auch ein paar Zuschauer haben aus den freiwilligen Feuerwehrbereichen. So, komm. Alter, das brennt so lichterloh, ne? Unfassbar. Ich denke, wir sollen hier hauptsächlich uns um das hier kümmern. Da, die Feuerwehrmänner gehen schon weiter näher ran. Weiter rein. Sehr schön, das haben wir. Ja, dann bleiben wir mal in der Ecke. Es brennt ja noch mehr, du. Habe ich das Gefühl, wenn wir es löschen. Okay, also ich merke schon, man soll hier von außen rangehen ans Feuer. Sag mal. Wir gehen mal zu unserem Kollegen hin. Also man soll schön von außen nach innen hier, glaube ich, das Feuer löschen. So gut es geht, weil es zeigt jetzt zumindest aktuell den meisten Erfolg. Aber hier brennt es sogar bis nach oben. So extrem. Und es entzündet sich auch immer wieder. Weil das eine Feuer hier auszukriegen. Sehr schön. Das haben wir. Komm. Das haben wir. Wir sind ziemlich nah am Feuer, fällt mir da auf. Okay. Fast fertig in der Garage. Bisschen hier oben noch. Garage gelöscht, Ziel abgeschlossen. Sehr cool. Nachbesprechung. Ja, so muss es sein, Leute. Perfekt. Firefighting Simulator The Squad. Ich nehme an, das war jetzt auch so ein bisschen Teil eines kleinen Tutorials, nehme ich an. Wie wir halt löschen. Glückwunsch, du hast deine erste Mission abgeschlossen. Klar, hier kannst du deine nächste Mission auswählen. Es gibt bereits eine nächste Mission, die du auswählen kannst. Mit zunehmender Erfahrung werden weitere Missionen freigeschaltet. Okay, alles klar. Bevor du deinen nächsten Notruf entgegennimmst, solltest du deine Fertigkeiten weiter verbessern. Der beste Ort dafür ist die Trainingseinrichtung. Du kannst sie jederzeit aufsuchen, indem du sie auf der ISK auswählst. Möchtest du dir das jetzt ansehen? Natürlich schauen wir uns das einmal an. Also grafisch schaut es schon mal sehr cool aus. Also von dem, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist es schon eine coole Sache. Okay, mit Türen und Wänden umgehen, um Fenster kümmern, kreisige Leitern erklimmen, Brandausbreitung und Wachstumsgeschwindigkeit, Feuer löschen, Umgang mit Rauch, Rauchgas, Explosionen erkennen, Schläuche auslegen und anschließend Truppbefehle und Drehleiter im Einsatz. Also Leute, wir können hier wirklich was lernen, wie scheint. Ich tu mal hier. Okay. Ja. The next door is locked. Grab the crowbar off the bench and walk towards the door. Then break it open. Good work. Top. Now place the crowbar on the ground. Nächstes Tool. Ein bisschen praktischer. Nicely done. Top. Place the Halligan tool on the ground in the box. So, was haben wir hier? Hog. Geht ja immer gleich eigentlich. Grab the demo hog off the bench. Walk towards the door. Was haben wir hier? Axt. Ja. Das läuft ein bisschen anders, ja. Macht man sie eine. Praktisch. Ja, cool. Top. Also Leute, ich würde sagen, wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Also das Spiel scheint schon mal vielversprechend, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.